Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und heute spiele ich ja noch ein Survival Games, die auch mit ins Gewinnspiel eingeht. Also in diesem Video gibt es einen Buchstaben zu finden. Und wenn ihr den findet, dann räumen wir erstmal hier ein bisschen auf, ne? Ja komm, du stehst ja gerade so dumm rum. Und hast einen schönen Hut. Den hätte also eine schöne Kappe, die hätte ich auch gerne mal. Komm, ein Hit noch. Lol. Komm schon, bitte, ich will doch deinen Hut, deine Kappe, dein was auch immer. Ich krieg dich, mein Freund, ich krieg dich. Ich krieg dich. Und ja, für die heutige Folge habe ich mir auch ein Thema ausgesucht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, ich schätze mal schon. Und, oh, jetzt habe ich ihn, ja. Jetzt komm doch. Ja, schenk mir Gold, komm. Mehr. Ja, komm, du hast verloren. So, für die heutige, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Ich denke mal schon. Am Dienstag sollte in den USA, in Oklahoma, ein Häftling, der wegen Mord und Vergewaltigung, also Vergewaltigung und Mord, angeklagt war, sollte da die Todesstrafe kriegen und mit einer Giftspritze hingerichtet werden. Dafür wurde eine neue Giftmischung benutzt, die die vorher noch nie getestet haben, weil die EU-Exporte in die USA, also Giftexporte in die USA, für Todesstrafen verboten hat, macht die nicht mehr mit. Und ja, anstatt das dann mal vorher an irgendeinem Tier auszuprobieren oder so, wurde das direkt an dem Häftling halt ausprobiert. Und ja, anstatt dann, normalerweise schiert man so nach, wenn man so eine Giftspritze bekommt, nach 10 Minuten. Aber bei dem ist das schief gelaufen. Der hat die Giftspritze nicht in die Venen bekommen, wo die eigentlich hin muss, sondern die wurde dem ins Muskelfleisch gespritzt und ist deshalb nicht in den Blutkreislauf gekommen, sondern hat sich einfach verteilt. Und dieser Häftling musste dann 40 Minuten lang um sein Leben gekämpft, und dann ist er hinterher an einem Herzinfarkt gestorben. Und wenn man sowas schon hört, dann denkt man sich eigentlich, wie bescheuert ist denn die USA bitte, ja, dass die eine Gift, also egal, ob man es jetzt verdient hat mit Vergewaltigung und Mord, da sage ich eigentlich gar nichts über eine Todesstrafe, weil irgendwie ist das ja auch gerechtfertigt, obwohl ich generell gegen die Todesstrafe bin. Aber wenn man dann die Todesstrafe schon gibt, dann sollte man wenigstens sofort, also wenn man die Giftspritze kriegt, dann sollte man wenigstens möglichst schnell sterben und sich nicht noch 40 Minuten lang quälen müssen, um dann hinterher an einem Herzinfarkt qualvoll zu sterben. Und ja, also da sieht man mal wieder, was die USA alles wieder drauf hat. Und ja, also sowas, da fällt mir auch eigentlich gar nicht zu ein, weil es ist einfach nur bescheuert. Ja, ich glaube, das kann man auch ganz offen so sagen. Da oben ist einer. Ich weiß es, ich habe schon deinen Namen gesehen. Ach, der ist weg. Ja, chillig, lass mich schicken hier. Alter, ich kann nicht rennen, verdammt. Ich bin gerade ein bisschen angespannt hier. Da hinten sind ganz, ganz viele. Alter, betteln sich die da. Kills absnappen, Leute. Was los? Ich brauche die Dias. Gib mir einfach schnell die Dias. Da sind sie, gut. Was hat er hier noch? Ein bisschen Essen halt. Einen Bogen. Pfeile.
Einmal noch hier durchlaufen. Da liegen noch Pfeile. Achso, okay. Habe ich Stickies? Komm schon, hier müssen irgendwo Sticks sein, bitte. Da sind Sticks. Gib mir die Sticks. Da ist es. Gut. Und jetzt ab in die Mitte. So, leider ist das Problem, ich habe keine Ahnung mehr, wo die Mitte ist. Haben wir Schuhe? Eisenschuhe, jawohl. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Aber ich weiß nicht, wie ich in die Mitte komme. Und nur in der Mitte. Achso, im Deathmatch ist natürlich auch noch ein Crafting Table. Aber es... Oh! Hier sind einfach überall Crafting Table. Auch geil. So. Schön den Kill abgesnackt. So muss das. Nichts Besonderes mehr drin. Ich kann nur noch mal gucken, ob da hinten bei den Sachen vielleicht noch eine bessere Hose lag. Boah, Alter, das ist hier so verwirrend mit den ganzen Gassen, ey. Ich gehe jetzt einfach genau den gleichen Weg zurück, den ich hier hingegangen bin. Hier über die Büsche. Da müsste es jetzt gleich hier kommen. Ja. Hier schon die schnuckige Hose. Und da liegen die Sachen. Ich brauche eine bessere Hose als eine Kettenhose. Aber scheint nicht da zu sein, ne? Ne. Zu essen haben wir genug. Jetzt kann es eigentlich losgehen auf Spielerjagd, ja. Die Frage ist, wie wir die finden, weil bei Ender Games hat man ja so einen schönen Kompass. Die hat man hier leider nicht. Aber jetzt erstmal wieder, um aufs Thema zurückzukommen, ja. Also ganz im Ernst, was die USA da wirklich schafft, das ist wirklich, ne, also, jetzt mal ohne Spaß, das ist echt krass. Ich glaube, das kann man so sagen. Ist da was drin? Und, Alter. Und, ja, das ist auch einfach, also, ich weiß echt nicht, ne? Ganz im Ernst, weil, also, nee, also ernsthaft. Wie bescheuert sind die denn, ey? So. Oh, ein Chicken. Hallo. Guck mal, das sieht aus, als ob man hier, ne? Ne? Als ob da einfach gar nichts wäre. So ein schönes Glas. Ja, keine Ahnung, ich suche Spieler, weil es ist ein bisschen langweilig gerade. Wir können nicht verzaubern. Ich würde aber gerne verzaubern. Final Deathmatch Countdown has started. Alles klar. Vielleicht können wir vorher noch mal einen Spieler aus dem Weg räumen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ah, da wurde schon einer aus dem Weg geräumt. Können wir noch einen aus dem Weg räumen? Oder werden wir vielleicht noch aus dem Weg geräumt? Man weiß es ja nicht. So. Gute Rüstung haben wir. Bestes Schwert haben wir. Da war ein Name. So kann es doch laufen, Freunde. Da ist ein Name. Und da haben wir einen aus dem Weg geräumt, Leute. Geil. Ich wage mich jetzt mal ins Wasser und guck, was der so dabei hat. Hatte der vielleicht noch... Da liegt eine Eisenhose, bitte. Bitte gib mir die jetzt. Gib mir doch die Hose. Scheiße. Ich wollte so gern die Hose haben, ey. Ja, komm, bettel dich mit mir, Alter. Mit dem Holzschwert, sagst du? Okay, das war er. Lol, ich hab gewonnen. Ach so, es war nur einer. Ernsthaft, mit dem Holzschwert hat er überlebt. Ja gut, Leute. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Runde, beim nächsten Mal wiedersehen werden. Und ja, das Gewinnspiel-Video war auch wieder hier. Also das ist ein Gewinnspiel-Video. Wenn ihr den Buchstaben gefunden habt, dann seid ihr gut. Wenn ihr dann noch den davor gefunden habt, dann seid ihr besser. Und wenn ihr den nächsten auch noch findet, dann seid ihr die Besten. Nein, die seid ihr erst, wenn ihr alle 5 habt. Und dann bitte private Nachricht schreiben. Ah, das Video habt ihr hoffentlich gesehen. Sonst guckt es euch einfach an, ja.
IP vom Hive-Server in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Tschö mit Ö.